So, nochmal sonnige Nachmittagsgrüße an dieser Stelle an alle Zuschauer hier beim GFT Live Trading TV am Nachmittag, 16:20 Uhr am 16. Juli. Wunderbar, die Sonne scheint und die Kurse streben hier, strotzen vor Kraft und ziehen weiter nach oben raus. Wir wollen uns den S&P 500 anschauen, der hier gar nicht mehr so weit vom Allzeithoch entfernt notiert. Und wir beginnen mal hier mit dem Stundenchart ganz kurz und arbeiten uns dann von unten nach oben. Wir hatten hier den S&P schon vor einigen Tagen analysiert mit der Tendenz, dass es hier durchaus ja, weitere Ambitionen nach oben geben könnte. Hier gab es zunächst am 13. Juli einen kleinen Fake nach unten unter 2065. Das war hier im Sinne der Griechenland-Problematik sicherlich dann so ein kleiner Schocker, der dann praktisch hier übers Wochenende die 24-Stunden-Indikation vom S&P 500 eben unter dieses Niveau führte, dann aber ja, wie bekannt, bei DAX und Co. und auch hier natürlich beim S&P 500 zogen die Märkte weiter steil an und wir haben jetzt hier eine Kette von höheren Tiefs, die wiederum hier sogar einen Aufwärtstrend zulassen. Und das führte jetzt dazu, dass wir hier ja unlängst eben das Level von 2115 sogar zurückerobert hatten, das Level von 2100 letztlich deutlich als früheres Widerstandslevel, wo wir uns hier auch zunächst am 14. während der Indikation, während der Morgenstunden hier den Kopf gestoßen haben, dann aber letztlich nach oben ausbrachen. Und ja, jetzt geht es im Prinzip weiter und die Frage ist eben, bis wohin? Und hier lockt eigentlich nur noch das Allzeithoch. Ja? Wir haben hier richtig markante Widerstände. Sicherlich die Zone hier um 2125 kann man als ja, Widerstandszone definieren, aber grundsätzlich dürfte hier erstmal 2125 ein Ziellevel sein, um dann darüber hinausgehend hier eine weitere Performance Richtung Allzeithoch vollziehen zu können. Hier im Tagesschart auch ersichtlich. Bei 2085 stoppte nicht der Impuls. Wir schossen vielmehr weiter nach oben raus. Das Bild ja, orientierte sich hier am grauen Pfeil und wir haben auch die Marke von 2100 überwunden. Also das ist doch wesentlich bullischer, als ich den Index gesehen habe. Das war in der Art meines Erachtens nicht zu erwarten. Jetzt aber faktisch hier die Top-Bildung hier oben könnte sich jetzt auflösen. Jetzt muss man natürlich sehen, wie viel Kraft hat denn jetzt der Index nach den letzten Tagen hier weiter nach oben rauszuziehen. Das ist so ein Stück Besorgnis. Der RSI, Überkauft-Überverkauft-Oszillator, zeigt hier zunächst auch mal eine leichte Divergenz an. Die könnte sich aber auflösen, wenn wir hier richtig nach oben durchschießen. Und das, obgleich wir hier eben ein Sammelsurium an bullischen Tagen schon hinter uns haben. Und ja, wenn der Index jetzt hier weiter raufstrebt, dann kann es hier im Bereich 2130 zu der Entscheidung schlechthin kommen. Ob das heute passiert, stelle ich mal in Frage, aber unter Umständen morgen hier Touchdowns 2130. Und wenn es denn gelingt, hier drüber auszubrechen, dann wäre der Weg wieder frei. Dann wäre der Weg wieder frei nach oben. Und dann muss ich aber zeigen, dass mal hier ein richtiger Ausbruch erfolgt. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, ob der Markt hier die Kraft hat, direkt nach oben durchzustarten, aufgrund eben der vorangegangenen Gewinne, die wir bis jetzt schon gesehen haben. Ja, also unter Umständen scheitert der Index auch hier, Plan B, und testet nochmal 2100 aus. Solange er da drüber bleibt, ist die Lage hier weiter bullisch zu sehen. Ja, erst unter 2100 Punkten darf man jetzt hier nochmalige Schwäche in den Raum stellen, die dann natürlich hier das Bild wieder nach unten kippt oder kippen lassen würde. Aber das wäre derzeit ähnlich wie beim DAX, der ja hier bullisch notiert, nicht das zu favorisierende Szenario. Der S&P also insofern hier auch bullisch unterwegs. Jetzt schauen wir uns mal den Wochenchart an. Hier nämlich sehr, sehr interessant folgende Konstellation. Wir hatten ja hier praktisch Local Lows, Local Highs, ging immer wieder nach oben, neues Hoch gemacht, hier ein höheres Tief und zuletzt ging es eben nach unten und da war die Annahme im Sinne dieses Trendlinienbruchs, wo jetzt der Finger drauf ist, dass der Markt eben hier nach unten wegkippen kann. Er tat es aber nicht, er hat ein höheres Verlaufstief gemacht. Jetzt fügen wir den Punkt hinzu und jetzt ist natürlich eigentlich ergo hier, auch im Sinne so einer oberen W-Formation, hier ein höheres Hoch notwendig, ja, um hier praktisch den Flow lokaler Hochs und Tiefs weiter fortzusetzen. Und das sieht gut aus, meine Damen und Herren. Das sieht wirklich unglaublich gut aus. Das Einzige, was wir hier im übergeordneten Bild haben, ist die unveränderte negative Divergenz und die Zyklustheorie vom S&P 500, die im Grunde genommen hier für eine baldige Topbildung spricht, um dann wenigstens nicht nur Tage, sondern über Wochen, Schrägstrich, vielleicht sogar Monate eine Korrekturbewegung einzuleiten. Das steht aber aktuell in den Sternen. Hier sind wir jetzt innerhalb dieser großen Range und das darf man natürlich auch nicht unbeachtet lassen. Wir bewegen uns ja hier seit Anfang des Jahres mehr oder weniger auf hohem Niveau seitwärts.
sind wir jetzt hier dabei, nach oben auszubrechen. Und immer ähnlich wie hier, wenn Konsolidierungen auf hohem Niveau stattfinden, ja, ohne hier großen Verkaufsdruck zu erzeugen, dann ist die Marktmasse bereit für weitere Hochs. Und das muss man hier ähnlich wie beim DAX auch antizipieren, dass man sagt, wenn es jetzt hier nicht zu einer erneuten Scheiterung oder eines erneuten Umkehrmoves hier im Bereich 2130 Punkten kommt, dann müssten hier neue Hochs im Raum stehen. Wenn wir hier diese Aufwärtstrendlinie hier sogar zurückerobern, dann locken hier Niveaus von 2200 plus Punkten. Ja, völlig konträr der Saisonalität, völlig konträr der Zyklenanalyse, die ja eigentlich, wie gesagt, eine mehrwöchige, mehrmonatige Korrektur voraussieht, so langsam aber sicher. Aber die Preisentwicklung zeigt dir gerade was anderes an. Erst unterhalb, und das darf jetzt hier auf größere Sicht auch als Verkaufssignal angesehen werden, deswegen mache ich direkt mal hier den grauen Pfeil hin, erst unterhalb von 2040 Punkten auf Wochenbasis wäre hier mit einem klaren Trendbruch zu rechnen, beziehungsweise ein klarer Trendbruch erfolgt, der dann den Index auch tiefer führen dürfte. Alles andere spricht jetzt hier entweder für Ping-Pong in den nächsten weiteren Wochen oder aber, und das kann man nicht ausschließen, wenn die Bullen hier weiter dranbleiben, hier sogar einen Ausbruch nach oben vollziehen, dass der Markt dann hier sogar weiter richtig auftritt und richtig nach oben durchstartet. Und das eben hier, obwohl wir da schon so eine enorme Performance vor uns haben, aber hier auf aktuellem Niveau seit 2015 über mehrere Wochen jetzt schon im Prinzip eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau, die jetzt hier tatsächlich bullischen Unterton erfährt. Genauso ist es, liebe Zuschauer. Wir müssen uns hier anpassen. Der große Bär kam hier noch nicht zum Zuge. Warten wir mal ab, wie das dann aussieht im August-Schrägstrich im September, wo dann wirklich die Verkaufsmonate starten. Man erinnert sich an letztes Jahr Oktober. Da crashten die Märkte innerhalb von 2, 3 Wochen so enorm, dass man hier fast schon Angst bekommen musste. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Die Bullen scheinen hier das Ruder deutlich wieder an sich gezogen zu haben. Und insofern Augen auf beim Bullenschmaus. Hier jetzt erstmal danke fürs Einschalten. Wollen doch mal sehen, ob die Indizes hier weitere Hochs ausbauen und der S&P vielleicht sogar dann morgen ein neues Allzeithoch markiert. Definitiv interessant. Ich sage erstmal Watch out an alle Zuschauer und noch einen sonnigen Resttag. Bis dahin, ihr Christian Kämmerer und tschüss.